Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier aus dem Wald in der Nähe von Ingolstadt. Ich bin heute wieder im Norden von Ingolstadt in einem meiner Lieblingswälder. Aktuell ist es leicht regnerisch. Momentan merke ich davon noch nichts, also es nieselt so ein bisschen. Ja, die letzte Zeit hat es ein bisschen geregnet bei uns. Das heißt, die Pilze könnten wachsen. Es ist auch deutlich kühler geworden. Ja, die Nacht- und die Tagtemperaturen sind deutlich abgefallen. Ja, beste Zeit fürs Pilzwachstum. Ich würde euch gern wieder ein Stückchen mitnehmen. Let's go. Ich habe heute richtig Glück und zwar sind die Semmelstoppelpilze wieder frisch gewachsen. Ja, hier sieht man ein wunderschönes Exemplar. Die hier, die wachsen noch. Die sind doch sehr klein. Andere da hinten, die sind schon vertrocknet. Ich suche mir jetzt die schönsten mal raus. Also, das ist auch ein ganz typischer Anfängerpilz, weil der ist eigentlich leicht zu erkennen. Ja, also der hat so eine Semmelfarbe, ja, so ein bisschen ins Rötlich gehende ist der hier. Und auf der Unterseite haben wir diese Stoppeln. Ja, kann man eigentlich ganz gut erkennen und der ist eigentlich unverwechselbar. Ein guter Speisepilz. Zu viel sollte man von dem auch nicht essen, ja. Wie bei allen Pilzen, der kann auch ein paar so Stoffe ansammeln, die ein bisschen gesundheitsbedenklich sind. Aber ein paar machen da gar nichts aus. Manche Leute, die schmeckt dieser Pilz überhaupt nicht. Ja? Weil manche empfinden den als bitter. Ich mag den ganz gerne. Ich finde, der hat eine ähnliche Geschmacksrichtung wie zum Beispiel Pfifferlinge. Ja, da nehme ich mir jetzt ein paar mit. Ja, hier habe ich jetzt wieder Erdsterne gefunden. Bei den Erdsternen muss ich immer genau gucken, was es für welche sind. Und wir haben hier so ein bisschen einen Stiel dazwischen. Also könnt ihr das erkennen? Hier ist immer so ein bisschen was dazwischen. Das wäre dann ein besonderer Erdstern. Da muss ich aber nochmal nachschauen. Ich glaube Kammkehr-Erdstern oder sowas in der Art. Da muss ich nochmal genau gucken, aber ich schreibe es euch gerne wieder unten drunter. Also die sind auch schwierig zu bestimmen, finde ich. Wie gesagt, der hier hat so einen kleinen Stiel und hier sind mehrere. Die sehen alle so aus und so ein Pips hier oben rum. Ja, das könnte schon so ein Kammerdstern sein, aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt da nicht. Und auch heute zeigt sich der Zitterzahn. Ja, hier sieht man allerdings schon wirklich sehr alte, vergangene Fruchtkörper. Das wird dann richtig so eine gallertartige Masse. Aber wir haben hier auch junges Wachstum, wie hier zum Beispiel. Und da könnt ihr euch nochmal schön diese Unterseite anschauen. Schaut mal her, wie eine Katzenzunge, oder? Ganz, ganz typisch für den Zitterzahn oder Eispilz auch genannt, ja? Also die hat so eine durchscheinende Farbe und auch so von der Konsistenz her. Er ist wirklich sehr gelatinös, aber ein ganz toller Pilz. Er wäre auch roh essbar, wenn man ihn kurz überbrüht. Wunderschön, den finde ich auch jedes Jahr hier in der Nähe. Als nächstes habe ich jetzt hier Büschelrüblinge gefunden. Ja, das sind diese knopfstieligen Büschelrüblinge. Hier kann man die ganz gut erkennen. Die wachsen jetzt auch wieder frisch. Ja, oh, eine Schnecke. Ja, darf natürlich da bleiben. Die schmeckt dir natürlich auch. Ne? Wir haben hier praktisch im Büschel wachsende Rüblinge. Ja, man kann hier diesen Hut abziehen und da bleibt ein Knopfloch übrig. Deswegen heißen die knopfstielige Büschelrüblinge. Ja, und hier sieht man auch, ne, dieser Stiel bleibt stehen. Der ist relativ zäh, aber auch faserig. Ja, von innen kann man hier vielleicht ganz gut erkennen. Ja, wäre auch ein essbarer Pilz. Aber wie gesagt, die Stiele jetzt eher nicht, nur die Köpfe. Die sind allerdings relativ dünnfleischig. Also ich habe den noch nicht probiert. Mal schauen, vielleicht probiere ich den irgendwann mal. Das wäre, glaube ich, auch so ein Suppenpilz. Und manchmal wird er auch als gutes Steinpilzaroma beschrieben. Da muss ich mich irgendwann mal rantrauen. Ja, es hat jetzt angefangen richtig zu regnen. Aber ich bin jetzt hier so ein bisschen im dichteren Wald. Ja, in so ein bisschen Schonungsgebiet. Und da kriege ich jetzt nicht so viel ab. Das ist ganz okay. Und hier habe ich jetzt etwas gefunden. Das ist wieder ein Schleimpilz. Und zwar eine gelbe Lobblüte.
Ja, die ist natürlich bei dieser Feuchtigkeit, das mögen die besonders gerne. Schaut mal her, wie schön. Ja, dieses schöne leuchtend gelbe, das sieht man immer schon von der Weite. Ja, wunderschön, diese Schleimpilze. Sind keine essbaren Pilze, wobei in Mexiko habe ich schon gelesen, dass die gelbe Lobblüte als Delikatesse dient, sozusagen. Die ist, ja, da wird sie angebraten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube nicht. Das probiere ich, glaube ich, nicht. Ja, wie gesagt, Schleimpilze sind einzellige Lebewesen, verbreiten sich aber über Sporen. Sie kriechen so über das Substrat hinweg. Ja, und deswegen nennt man die auch Schleimpilze. Ja, man kann das hier ganz gut erkennen, ja, dass er das Schleim praktisch so zieht. Das ist praktisch, wenn die sich fortbewegen. So, jetzt muss ich erstmal mein Handy einstecken, weil es ist doch ein bisschen nass. Ja, ich bin jetzt hier richtig schön geschützt, Gott sei Dank. Ihr hört ja, wie das hier runterprasselt. Man könnte es vielleicht auch sehen, aber so unter so größeren, was habe ich denn hier? Fichten. Ja, da geht es eigentlich ganz gut. Da kommt nicht so viel durch. Ja, also wenn ihr mal im Wald seid, ja, dann könnt ihr da mal schauen, dass ihr euch da so drunter stellt. Ist eigentlich ganz gut. Und ja, man wird nicht so nass. Also das merke ich immer wieder, dass da nicht so viel durchkommt. Die Nadeln und die Blätter, die halten es recht gut ab. Ja, und was ich hier auch gesehen habe, gleich wieder daneben, eine wunderschöne gelbe Lobblüte. Schaut euch das mal an, wie schön die ist. Und hier riecht es nach Stinkmeuchel. Muss ich mal gucken. Irgendwo riecht es hier nach Stinkmeuchel. Ja, wunderschön hier, ne? Diese gelbe Lobblüte. Wahnsinnig schön. Ja, habe ich mir doch gedacht, es riecht nach Stinkmeuchel. Und da sind auch mehrere Stinkmeuchel. Hier könnt ihr sehen, die hier sind schon vergangen. Ja, da kann man jetzt nur noch, also die fasse ich jetzt nicht an, weil die stinken dann meine Finger danach. Also hier kann man nur noch sehen, dass sie hier aus diesem Hexenei raus ist. Ja. Und hier sieht man auch diesen sehr, sehr porösen Stiel. Ja, kann man hier ganz gut erkennen, hier auch. Hier sieht man auch noch, wie es rausgeschlüpft ist. Hier ist dieses Hexenei. Und hier ist eine junge Stinkmeuchel auch noch. Jetzt ist es langsam ungemütlich hier. Jetzt werde ich doch ein bisschen nass. Ja, und hier schaut mal an diesen Stumpf. Da wächst ein Hexenei direkt raus. Unfassbar, oder? Also das habe ich so noch nie gesehen. Aber echt witzig, wo die überall rauswachsen können. Es regnet. Aber zum Glück gibt es hier so eine kleine Hütte. Und da bin ich jetzt recht geschützt. Ich warte mal ab so. Ja, meistens geht das so 10 Minuten, Viertelstunde. Ich denke mal, dann wird es wieder besser sein. Jo. Mal abwarten. Aber das ist ja gut für die Pilze. Und ich bin alleine bald. Das ist eh immer das Schönste. Ja, ich stehe jetzt immer noch hier an dieser Hütte. Also wie gesagt, ich bin schon ein bisschen nass. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe lieber mal her und warte es ab. Ja, und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Huch. Also hier, meine Kappe ist schon echt durch. Aber ich warte jetzt einfach mal ab und schauen wir mal. So. Ja. Ja, wie ihr seht, das Regnen wird immer stärker und ich muss leider jetzt aufhören hier. Ich muss Richtung Auto gehen, weil ich bin schon durch bis auf die Knochen. Ich habe heute bloß so eine dünne Jacke an. Habe damit nicht gerechnet, dass es doch so stark regnet. War ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder hier im Wald. Tschüss. Ich muss heim.